wir hoffen, dass es enges Spiel wird, dass wir auch dementsprechend Paroli bieten können, ja, dass wir uns vielleicht in so einem Stadion auch vielleicht wohler fühlen. Ja, wenn ich das im Kopf habe, unser erstes Spiel St. Gallen, wo auch die Mannschaft schon viel weiter war und wir trotzdem ein super Spiel gemacht haben. Und das erhoffe ich mir. Ja. Das steckt in den Jungs drin und geduldig meine ich auch, dass man denen auch Zeit gibt. Ja, sicher braucht es eine Zeit. Es sind einige neue Spieler, es waren einige neue in der Startelf und es braucht einfach eine Zeit. Aber nichtsdestotrotz dürfen wir uns die Zeit jetzt nicht nehmen und irgendwie warten, bis das eingespielt ist, sondern da hast du einfach abrufen am Wochenende und das ist unser Ziel, egal wie viel neue. Ich habe das Gefühl, dass die Jungs es selbst möchten. Das ist für mich die Grundvoraussetzung, ja, wenn sie es umsetzen möchten. Und wir müssen halt die Schlüssel für jeden Einzelnen finden. Und wie kommen wir dahin, dass jeder dann halt performen kann. Ja? Ja, auf jeden Fall. Also wir rechnen uns dort schon was aus. Wir wissen, dass es auf keinen Fall leicht wird, aber wir fahren doch hin, dass wir was mitnehmen. Wir haben alles trainiert und vieles auch angesprochen, was ich gesagt habe und so. Und das ist die Automatismen, Abstimmung etc. Das wird immer besser. Ja. Und Qualität von Flanken ist da. Jetzt brauchen wir Qualität noch in der Box, eine gute Besetzung in der Box und dann wird vieles richtig sein. Ja, natürlich, wenn du einmal mehr bist in der Halbzeit, musst du mehr Chancen erarbeiten, musst du mehr Abschlüsse kommen. Das haben wir angesprochen und natürlich auch das Gegentor war bitter nach 10 Minuten. Ja, und da müssen wir einfach wacher sein, sowohl hinten als auch vorne und dann das besser machen. Jeden Einzelnen muss man ja betrachten. Ja, wenn man jetzt Lazetic sieht, dass er jetzt nicht viele Spiele gemacht hat und da so ein bisschen die Match-Fitness, Match-Praxis fehlt. Und daran sind wir am Arbeiten. Ja, dass wir auch Spiele außerhalb von unserer Bundesliga-Spiele ausmachen, ja, dass die Spielfitness bekommen. Das sind so Sachen, wo wir uns Gedanken machen. Aber auch da gilt es, geduldig zu sein. Ja, geduldig zu sein. Mir ist es wichtiger als Trainer, dass die Jungs vorbereitet sind, auch für die Spiele. Ja, und dass wir die nicht einfach reinjagen und 90 Minuten und schau, zeig es mal, sondern die Jungs müssen fit werden. Die müssen selbst ein gutes Gefühl haben, ja, dass sie dann auch dementsprechend performen können in den Spielen. Ja, schon. Ich habe das die Vorbereitung schon gespielt. Ist eine gute Position, mir macht Spaß da hinten, aber natürlich die Abstimmung auch mit den Kollegen und so, die muss einfach nur besser werden, weil es doch neu ist, die Position, aber bin guter Dinge da hinten. Es ist deutlich besser geworden, sind jetzt fast alle zurück, außer Jan Zwischenbrugger und Noah Bischoff, die noch nicht zur Mannschaft gestoßen sind, aber Noah Bischoff ist da schon enorm weitergekommen und Jan Zwischenbrugger ist noch nicht bei der Mannschaft. Ja, sehr wichtig. Wir wissen, wir warten jetzt nicht, bis das Playoff losgeht oder egal welches Playoff. Wir wissen, dass wir jetzt anschreiben müssen und anschreiben wollen und das ist einfach unser Ziel und da hast du von Spiel zu Spiel schauen und einfach die Punkte machen.